Hallo, ich mache heute mit dem Krups Prep & Cook ein Rotweinrisotto. Und zu dem Rotweinrisotto brauche ich natürlich Rotwein. Ich nehme hier einen etwas kräftigeren Shiraz Cabernet. Dann brauche ich Brühe, in diesem Fall nehme ich Geflügelfond, Risotto-Reis. Hier nehme ich Sahne, was ich sonst nicht mache. Dann habe ich hier getrocknete Kräuter, und zwar Kräuter der Provence, Oregano und Basilikum, Pfeffer, Salzprise Zucker, Parmesan, eine kleine Zwiebel, Knoblauch und Tomatenmark. So, ich gebe den Parmesan in den Topf mit dem Ultrablendmesser. Und werde den jetzt mit der Turbo-Taste erstmal klein schreddern. Und dann fülle ich das erstmal um. Dann gebe ich die Zwiebel rein und lasse die auch zerschreddern, so etwa 5 bis 10 Sekunden. Dann habe ich das Messer ausgetauscht durch den Rühreinsatz und habe die Zwiebeln mit dem Spatel runtergeschoben. Und jetzt werde ich das er Quatsch. Den Knoblauch gebe ich dazu und natürlich Olivenöl, das habe ich jetzt ganz vergessen, gebe ich dazu und lasse das Ganze jetzt erstmal auf Stufe 220 Grad 6 Minuten dünsten. Und dazu nehme ich den Deckel ab. So, nach der Hälfte der Zeit, nach 3 Minuten, gebe ich jetzt mal ein gutes Stück Butter dazu und jetzt den Reis, damit der jetzt umschlossen werden kann und lasse die Zeit zu Ende laufen. Das Tomatenmark habe ich jetzt auch gerade hier durch die Öffnung noch mit dazu gegeben. So, jetzt habe ich noch mal kurz einmal umgerührt. Jetzt gebe ich komplett alle Kräuter und Gewürze mit rein. Und jetzt kommt auch der Rotwein und der Fond. Man kann natürlich statt Geflügelfond jetzt auch Gemüsebrühe nehmen. Nur da wir heute sowieso Fisch dazu essen, ist das eh nicht vegetarisch. Da spielt das keine Rolle. Aber wer jetzt nur das Risotto essen möchte, der nimmt eben Gemüsebrühe. So, und jetzt habe ich das Garprogramm P3 eingestellt und auf 100 Grad geändert und auf 25 Minuten geändert. So, und das lasse ich jetzt erstmal laufen. Dann sehen wir uns später wieder. So, nach 20 Minuten schaue ich nach der Konsistenz, ob ich noch Flüssigkeit brauche und probiere auch einmal den Härtegrad. Und die 5 Minuten kann es ruhig noch und ich werde hier noch einen kleinen Schuss Rotwein dazugeben. Es hat doch etwas mehr gesaugt und jetzt gebe ich auch schon den Parmesan dazu und lasse jetzt die restlichen 5 bis 6 Minuten zu Ende laufen und dann ist das auch gut. So, ich lasse meinen Risotto, wenn er dann fertig ist, immer noch gerne 1, 2 Minuten ruhen ohne Temperatur. Und weil er dann so richtig cremig und schlotzig wird, das ist er jetzt auch schon. Und ich habe probiert, die Festigkeit ist gut, der Schuss Wein war in Ordnung. Da muss man halt abschmecken und gucken, ob man noch nachwürzen muss. Ich brauche das jetzt hier nicht. So, es gibt jetzt Rotweinrisotti, die dunkelroter sind, weil mehr Wein drin ist. Das ist Geschmackssache. Ich habe es auch schon dunkelroter mit mehr Wein gemacht. Aber mir schmeckt das mit einem Tick weniger Wein besser und deswegen bleibt der bei uns so.
So, mach das nach und das schmeckt lecker. Und wir essen jetzt heute Fisch dazu. Das passt sehr gut dazu. Und danke fürs Schauen und über ein Like würde ich mich freuen. Tschüss und danke.